Tag, willkommen beim FC St. Pauli. Du wurdest ja, hast ja ein bisschen kuriosen Gang jetzt die letzten Monate hinter dir. Du warst schon vom FSV Frankfurt verpflichtet, stehst jetzt aber hier an der Kollaustraße. Wie ist es dazu gekommen? Genau, also ich habe Mitte März schon meinen Vertrag unterschrieben beim FSV Frankfurt, damals noch unter Benno Müllmann und Uwe Stöver. Die sind ja dann letzte Saison noch gegangen. Dann kam Thomas Oral, der vor dem ersten Training dann schon zu mir gesagt hat, dass ich nicht wirklich in seinen Plänen drinstehe. Ich habe dann versucht, in der Vorbereitung zu überzeugen, habe dann das Gespräch mit Thomas Oral wieder gesucht, der mir dann gesagt hat, dass ich eine super Vorbereitung gespielt habe, er sich aber auf andere Spieler festlegt, und deswegen war ich froh, dass ich noch einen Anruf vom FC St. Pauli bekommen habe und freue mich jetzt, dass ich hier eine Chance bekomme. Dann erzähl mal doch ein bisschen was über dich als Spieler. Wo liegen deine Stärken und was ist deine Lieblingsposition? Genau, also ich bin relativ flexibel einsetzbar. Meine Lieblingsposition ist aber die Innenverteidigerposition. Ich glaube, dass meine Stärken das Antizipieren sind. Auch Kopfballstärke, Spielaufbau, das würde ich als meine Stärken bezeichnen. Alles klar. Was hast du für Erwartungen an deine Zeit jetzt am Millerntor? Ja, also ich weiß, dass ich als Backup geholt wurde. Mein Ziel ist es trotzdem, so viel zu spielen wie möglich, mir auch einen Platz in der ersten Elf zu erkämpfen. Ja, und natürlich so viele Siege wie möglich. Dann nochmal ein bisschen was zum Umfeld. Kennst du schon Spieler hier aus der Mannschaft? Kennst du die Stadt schon? Warst du schon mal am Stadion? Ich habe jetzt gesehen, am Millerntor selber hast du noch nie gespielt. Wie ist das so? Ich habe schon mal am Millerntor gespielt mit der U18-Nationalmannschaft. Da haben wir ein Spiel gehabt gegen die Schweiz, glaube ich. Daher kenne ich es ein bisschen. Einige Spieler kenne ich aus Dortmunder Zeiten. Mit Lasse Sobich bin ich ziemlich gut befreundet. Habe ihn auch schon ein paar Mal hier in Hamburg besucht. Da hat er mich schon ein bisschen rumgeführt. Ja, aber ich denke, das wird jetzt kommen, dass ich die Stadt ein bisschen besser kennenlerne. Und ja, die anderen Jungs werde ich auch ziemlich schnell, denke ich, kennenlernen. Kam gut rüber beim ersten Training. Alles klar, dann Dankeschön und viel Erfolg bei uns.